Hallo, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sicherlich wollt ihr vielleicht euch mal mit euren Schülern auch face-to-face sehen. Das heißt, ihr braucht eine Möglichkeit, einen Videochat zu machen. Da kann man Skype benutzen, das ist datenschutztechnisch aber nicht so toll. Und deswegen habe ich jetzt hier ein Jitsi für euch. Jitsi ist eine Open-Source-Lösung, die man auf verschiedenen Servern aufsetzen kann. Und es gibt im Moment viele Jitsi-Instanzen, die auch neu installiert werden. Schaut euch zum Beispiel die Liste an, die ich da mit Kurzlink eingeblendet habe. Oder fragt mal rum. Es gibt da sicherlich Möglichkeiten, wie ihr auch an eine eigene Jitsi-Instanz rankommen könnt. Da kann man dann einfach irgendeinen Namen eingeben. Ihr müsst euch nicht registrieren, da werden keine Daten hinterlegt. Und dann klickt man auf wenn man schon mal drin war und den Browser nicht geschlossen hat, hat man auch die Meetings, die man vorher hatte. Ansonsten sind die wieder weg. Schreibt euch die Namen eurer Meetings auf. Und dann gibt man da den Namen ein und dann kommt man ins Meeting. Und jetzt sehen wir, hier ist schon jemand. Die Person, die als erstes den Meetingraum betritt, ist die Person, die die Moderatorenrechte hat. Und ihr seht jetzt hier immer mit so einem Wuh, kommen neue Leute da hinzu. Die beiden sind im Moment gemutet. Und könnten jetzt aber auch ihre Kameras anmachen, falls eine Kamera da ist oder mal ihren Ton. Das wäre jetzt so ein bisschen der erste schnelle Überblick, was man da grob machen kann. Wenn ihr wie wir Audioprobleme habt, dann hilft einfach disconnecten, wieder reinkommen. Das Problem ist, dass die Moderatorenrechte dabei weitergegeben werden. Aber grundsätzlich ist man selbstberechtigt im Raum. Also alle sind irgendwie gleichberechtigt, alle können miteinander arbeiten. Man muss nicht Moderator sein, um als Lehrer da mit den Schülerinnen und Schülern reden zu können. Wenn die Schüler sich einigermaßen benehmen, der gerade Moderator ist, dann ist da auch kein Problem. So, also wir sind jetzt in einem Jitsi-Meeting und die Aufnahme ist gestartet und jetzt hat Kerstin lauter schlaue Fragen. Genau, erste Frage, wie teile ich meinen Bildschirm? Genau, also hier unten links ist Share Your Screen und wenn man da draufklickt, dann geht oben so ein kleines Fenster auf und da muss man dann auswählen, welchen Monitor oder welches gerade geöffnete Programm man denn zeigen möchte. Ich habe zwei Bildschirme, ich nehme jetzt also beispielsweise Nummer 2 und dann muss ich Erlauben sagen und dann sieht man jetzt hier, dass ich gerade in Moodle gearbeitet habe. Okay, ich könnte aber auch jedes andere Programm teilen. Ja, du kannst ein einzelnes Programm aussuchen. Also ich könnte jetzt auch zum Beispiel hier das beenden. Dann kommt mein Video automatisch zurück. Langsam wird es ein bisschen dunkel hier im Raum. Und dann könnte ich... Also wenn ich jetzt beispielsweise auf diesem PC den PDF-Annotator anhätte, ja, weil ich meinem Schüler irgendwie eine Rechnung vorführen will per Videochat. Ja. Dann kannst du hier Fenster oder Bildschirm auswählen und dann den PDF-Annotator auswählen. Ich mache das jetzt zum Beispiel mal mit Firefox, dass ich nur den Firefox teile, den Weitergabeindikator. Das ist das Zeichen oben, dass ich mein Mikrofon freigeschaltet habe und meine. Okay, also okay. Alle Prozesse in Windows einzeln können quasi bildmäßig freigegeben werden. Okay, das heißt, ich müsste den dann vorher starten, habe dann was vorbereitet. Genau. So würde das funktionieren. So, neben dem Share Your Screen Ding findest du so eine Hand. Wenn man klickt, dann kriegt man oben links in der Ecke so ein kleines Handsymbol. Ich krieg angezeigt, Bra would like to speak. Genau, und das kann man dann, wenn man die Leute gemutet hat als Moderator, im Moment bin ich der Moderator, aber es ist immer derjenige, der Moderator, der als letztes gerade was gesagt hat. So, wichtig ist, ich habe jetzt gerade bei mir dieses View umgestellt, Toggle Title View, da ist diese viereckigen Dinger, dann kann man springen zwischen ich sehe denjenigen, den ich gerade aktuell ausgewählt habe, oder ich sehe alle auf einmal. Mhm. So, dann hast du hier neben der Hand noch Open Close Chat. Sprechblase. Ja, genau, das ist ein Chat. Und da kann man dann tolle Nachrichten schicken. So. Jetzt brauche ich ein Nickname. Dann kriegst du halt hier ein Nickname von mir. Okay. Genau, und dann kannst du halt irgendwas schreiben und dann auch den Chat lesen und da können halt alle auch drin reinschreiben. Und wenn es einem im Weg ist, macht man oben mit dem X ihn wieder weg. So.
Dann ja, Toggle View habe ich schon gezeigt. Hier in der Mitte sind die Buttons für Mute, Auflegen und Kamera hin und her, ja. Genau. Dann gibt es hier ein Plus für Invite People, da kann man dann den Link weitergeben. Theoretisch kann man Jitsi auch einfach über ein Festnetztelefon betreten. Wo ist ein Plus? Ich sehe kein Plus. Ganz also rechts, ne? Da siehst du Toggle Title View und daneben ist ein Plus. Und da kann man. Bei mir ist ein I. Ach so. Also wenn du dann der Administrator bist, ist daneben ein Plus. Okay, und da kann man dann Telefonnummern eingeben, um die Leute einzuladen. Und dann, ich vermute aber, dass das nur geht, wenn die Leute Voice-over-IP haben. Dann haben wir hier Share, das I, da steht der Link, den man teilen muss, um andere Leute einzuladen. Und ich als Administrator habe da die Möglichkeit, Add Password zu sagen. Und wenn ich das setze, dann wird der Raum Passwort geschützt. Das ist ein bisschen kritisch. Wir müssen gucken, wie die Schüler damit umgehen. Weil wenn du jetzt rausfliegst, weil du ein Disconnect hast oder sowas, dann wird irgendeiner der restlichen Anwesenden im Raum zum Moderator benannt. Und bleibt das auch so lange, bis er selber rausgeht. Und dann wird die Moderatorrechte werden immer weitergegeben. Okay. Jitsi ist nicht dafür gemacht worden, mit marodierenden, pubertierenden benutzt zu werden. Ja. Okay. So. Aber du kannst dann im Zweifelsfall einen neuen Raum aufmachen. Wenn du die erste Person im Raum bist, bist du der Administrator. So, okay, und ich würde einen neuen Raum aufmachen, indem ich einfach dieses meet-lehrer-schreibtisch.de. Und dann kannst du dahinter irgendwas schreiben, was dein Raumname sein soll. Man sollte keine Sonderzeichen und keine Leerzeichen in dem Raumnamen haben. Also ja, klein ist und logisch, NAS weil du ja eine Internetadresse brauchst. Ja, es gibt Jitsi-Server, die das sogar können. Also unser Moodle ist jetzt mit einem anderen Jitsi-Server verbunden, wo das geht. Also wo man Punkte und so weiter in den Namen reinschreiben kann. Aber unser Lehrer-Schreibtisch-Jitsi-Server kann das halt nicht. Ja. So, du hast dann hier noch More Actions, das sind so drei Punkte übereinander. Ja. Da kannst du deine Videoqualität managen. Wenn du disconnectest und wieder reinkommst, hast du automatisch wieder High Definition. Kannst du Fullscreen machen, kannst ein YouTube-Video teilen statt deines hübschen Videos. Blur My Background ist ziemlich nice, verbraucht aber auf dem Rechner, auf dem du gerade bist, viel Rechenkapazität. Mhm. Aber dann sieht man die scheiß dreckigen Kisten da hinten nicht mehr. So, ne? Also das würde man jetzt nicht unbedingt machen, wenn man gerade keine leistungsstarken Rechner hat. Bei Settings habe ich halt hier die Möglichkeit auszuwählen, mit welchen Geräten ich spreche. Und man kann bei Settings auch sehen, ob man wirklich gerade spricht. Da ist so ein blauer Balken, der sich bewegt, wenn das Mikrofon aktiviert ist. Da kann man ein bisschen prüfen. Und dann bei Profile gibt man seinen Namen ein, kann auch eine E-Mail einsenden, wenn man bei Gravata ist. Aber sollte man nicht machen, Datenschutz und so. Und als Moderator habe ich dann hier bei More auch noch die Option, die Bedingungen für den Raum zu machen. Also zum Beispiel zu sagen, der Raum ist auf Deutsch. Und everyone starts muted, everyone starts hidden, everyone follows me. Das sind so Optionen, die kann ich dann abkürzen. Everyone follows me bedeutet, dass du für die Leute der Fokus bist, wenn sie in den Raum reinkommen und nicht irgendjemand von den anderen. Also alle drei Optionen sind schon sinnvoll, wenn man jetzt mit Schülern arbeiten wollen würde. Dass halt erstmal alle nur still reinkommen und zuhören können und du die dann... Also die können sich dann schon selber freischalten, aber erstmal sind sie still. Okay. Aber ich habe es jetzt halt immer nicht gemacht, weil ich gedacht habe, okay, alle Leute labern los und wundern sich dann, warum sie nicht reden. So, und dann gibt es hier so Sprecherstatistiken, das habe ich mir noch nicht angekürzt und Tasten, was ist hier? Ach, guck mal, hier sieht man, wer wie lange geredet hat. Ist ja für die mündliche Note hinterher ganz interessant, oder? Naja, es sagt ja nicht aus, was du geredet hast. Du kannst ja auch 30 Minuten nur Krempel gesammelt haben. Ja, stimmt. Aber immerhin, ich würde das dann mal machen, um zu untersuchen, wie viel der Lehrer eigentlich wirklich redet. Ja, also das sind eigentlich so die Dinge, die hier sind. Und was ich ganz spannend finde, es wird behauptet, dass Jitsi auch mit dem Etherpad zusammen ist. Habe ich aber bis jetzt noch nicht gefunden. Wenn man hier auf die drei Punkte geht, dann kann man Leute, wenn man Moderator ist, auch rauswerfen. Und was du auch machen kannst, ist, wenn du auf die drei Punkte rechts oben bei meinem Bild gehst, ist, dass du die Lautstärke, mit der ich für dich rede, individuell einstellen kannst. Drei Punkte oben bei deinem Bild? Ja, mein Bild hat oben rechts drei Punkte.
Es ist einfacher zu sehen. Dein Bild hat unten links drei Punkte, aber das macht nichts. Moment, nee, das ich unten mal. Links. Ach so, ach, da klein an der Seite. Ja. Ja, hallo, ich rede mal. Ja, funktioniert. Okay. Wenn ihr einen Moodle-Kurs habt und in dem Moodle-Kurs jetzt ein Jitsi-Meeting machen wollt, dann habt ihr da den großen Vorteil, dass Jitsi in Moodle selber direkt eingebunden wird. Ihr habt hier, wenn ihr Bearbeiten einschaltet, das kann man auch da oben auf dem Button machen, der da eben grün war, die Möglichkeit, Material oder Aktivität anzulegen und dann hier ein Jitsi, dann hinzufügen. Und dann müsst ihr dem einen Namen geben, also Meeting Donnerstag. Und dann gebt ihr dem eine Uhrzeit und einen Termin, dann wird er für die Schülerinnen und Schüler nämlich auch im Kalender angezeigt. Also ich treffe mich mit meinen Schülern am Donnerstag wieder, das ist der 19. und wir haben uns auf 11 Uhr geeinigt. Und dann wissen halt alle, wann Bescheid ist. Und Minutes to Access sagt, wie viele Minuten vorher der Raum freigeschaltet wird, dass ihr quasi als Erster im Raum sein könnt. Das heißt, 5 Minuten vorher wird der Link erst freigeschaltet und dann sieht das dann hinterher so aus. Ah, dann steht dann, the session has not started yet. Und wenn die Session dann da ist, dann seht ihr hier Videochat zum Beispiel. Den hatte ich heute. Und da steht dann Access, dann klickt man auf Access und dann öffnet sich das Fenster. Ich habe jetzt schon gelernt, dass Jitsi besser funktioniert, wenn man das in Chrome benutzt. Wenn ihr das in Firefox benutzt, ist es instabiler. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, installiert euch Chrome und benutzt es mit Chrome und sagt es auch euren Schülerinnen und Schülern. Ansonsten ist das dann hier drin und ihr seht dann gleich, dass mein Moodle-Name übernommen worden ist und das passiert bei den Schülerinnen und Schülern dann im Allgemeinen eigentlich auch. Es sei denn, sie finden den Link zu dem Raum raus und gehen direkt rein.